Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar. NZZ Akzent. Hallo Gisela. Hallo David. Ich lese dir mal einen Ausschnitt aus einem Song aus Israel vor und er ist auf Englisch. Dancing in the storm, we got nothing to hide. Take me home and leave the world behind. And I promise you that never again I'm still wet from this October rain, October rain. Bitte entschuldige meinen Schweizer Akzent. Das sind ein paar Zeilen aus dem Song, mit dem die Sängerin Eden Golan Israel am Eurovision Song Contest in Malmö vertreten will. Eigentlich, Gisela, müsste man sagen, vertreten wollte. Ja, das sieht so aus, als würde jetzt die Europäische Rundfunkunion, also die als Veranstalter dafür Sorge tragen möchte, dass der Contest unpolitisch bleibt, so zumindest nach deren Statuten. Ja, die sagen, der Text geht nicht. Mit October Rain möchte Eden Golan die momentanen Gefühle der Israelis ausdrücken. Doch das ist den ESC-Veranstaltern zu politisch, sagt Israel-Korrespondentin Gisela Dax. Ich bin David Vogel. Das ist also Eden Golan. Die kann ja wirklich performen. Die kann ja wirklich schön singen. Ja, sie hat Jury und Publikum nach 3 Monaten Reality-Show, also der nächste Star, überzeugt, war eine Unbekannte in Israel, 20 Jahre alt. Und es war deshalb sehr eindrücklich, weil nach dem 7. Oktober es in Israel im Fernsehen eigentlich rund um die Uhr nur mehr Sendungen gab, die mit dem Krieg, mit dem 7. Oktober zu tun haben. Also endlos Schleife an tragischen Berichten, News, Debatten darüber. Und da gab es auch eine Diskussion, ob man überhaupt so eine Talentshow, das ist das israelische Auswahlverfahren, um den nächsten Vertreter zu bestimmen, ob man die überhaupt bringen sollte. Dann hat die Sendung mit Verspätung begonnen und lief dann auch, sicherlich auch mit dem Argument zu sagen, naja, es handelt sich ja auch um eine Form von Patriotismus. Es geht ja um den israelischen Star, den man da wegschicken will oder nach Schweden schicken möchte. Und so nach 3 Monaten stand eben dann fest, wer der nächste Star in Israel ist. Und das hat emotional die Leute berührt, als Eden Golan da aufgetreten ist? Ja, ich denke, das war so diese Sendung zu schauen, eine Form von Eskapismus, Unterhaltung, die erlaubt war, die man sich zugestanden hat, die eigentlich unter einem ganz anderen Vorzeichen lief als die Jahre davor. Das war wirklich keine vollkommene Bubble, losgelöst von dem ganzen anderen. Mhm. Und Eden Golan, sie darf eben jetzt Israel vertreten in diesen ganz schwierigen Zeiten mit einem Song, den die Bevölkerung einreichen durfte. Es gab viele Einsendungen und davon wurde eben dann ein Lied ausgewählt. Wie gesagt, die Melodie kennt man nicht, den Song kennt man nicht, aber den Text. Mhm. Und October Rain, einfach um das zu klären, also das siehst du auch so, das hat einen direkten Bezug zum 7. Oktober. Natürlich, also das ist vollkommen klar, die Stimmung wird da wiedergegeben. Also da kann man auch nicht viel drum rumreden, denn natürlich die Atmosphäre, die Bedrückung im Lande, der Schock, das Trauma vom 7. Oktober widerspiegelt. Was hat die EBU dagegen? Ja, das Argument war zu sagen, October Rain ist eine eindeutige Anspielung, Referenz an den 7. Oktober und die Atmosphäre, wie sie seither in Israel herrscht und verstößt damit gegen die Grundregel, eben nicht politisch sein zu dürfen. Und das ist eine Grundregel vom ESC? Das steht tatsächlich so in den Statuten, dass man den Contest freihalten möchte von politischen Botschaften, obwohl die EBU da sehr inkonsistent eigentlich bisher damit umgegangen ist. Okay. Ja,
Ja, es gibt genug Beispiele, die genau was anderes besagen. Also als vor 2 Jahren die Ukraine gewonnen hatte, war eigentlich klar, das hat absolut was mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun und nicht nur unbedingt mit dem schönen Song der Ukrainer. Da ist es interessant, dass es ein paar Jahre zuvor den Song 1944 gab, der Ukraine, die hatte damals auch schon damit gewonnen gehabt. Das war, glaube ich, 2016. Und da wurde die Deportation der Krim-Tataren durch Stalin besungen. Und da ging der Text durch. Aber das ist natürlich auch ganz klar, dass das eine politische Referenz ist. Also eine Rolle haben solche Sachen immer mitgespielt. Also es geht ja schon immer wieder um den Umgang miteinander, um Liebe, Krieg und Frieden sozusagen. Ja, er ist tatsächlich gegründet worden. Das erste Mal war 1956 in Lugano in der Schweiz als eine Friedensveranstaltung, also wo sich Länder, verschiedene Länder von Europa in friedlicher Weise miteinander streiten, um wer am besten singen kann. Signore e signori, buonasera. Das Thema Völkerverständigung war da ganz zentral. Dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. Aber natürlich war es immer irgendwie politisch gewesen, denn wenn Länder gegeneinander antreten, und es geht ja auch um Selbstdarstellung auf dieser Bühne, spielen immer Sympathien eine Rolle, auch bei der Abstimmung, beim Verhalten ist vollkommen klar, wer wem Stimmen gibt. Das kann man auch ganz genau nachvollziehen, welche Länder da füreinander einstehen. Ganz oft sind es zum Beispiel auch Nachbarländer. Es geht immer auch noch um andere Fragen. Und ich meine, dass die Ukraine bei dem Contest gewonnen hat, also das war auch ganz viel Solidarität und Sympathie für die Ukraine. Und die israelischen Beiträge, waren die immer apolitisch? Ja, die waren natürlich auch nicht immer apolitisch. Ich muss jetzt da nur dran denken, als Israel den Song Contest 1998 gewonnen hatte, das war mit Dana International, die als transsexuelle Diva aufgetreten war. Das war also absolut auch ein Bruch auf diesen Bühnen, zu sagen, hier, also eine Frau, die ein Mann war, kann da richtig toll gewinnen. Das wurde sicherlich also als ein Konventionsbruch, der einfach etwas Neues eröffnet hat, gesehen. Noch zuvor, in anderer Hinsicht, war es 1979 gewesen, da hat Israel zum ersten Mal den Contest gewonnen. Seit 1973 nimmt es dran teil. Und 1979 war gerade der Friedensabschluss mit Ägypten, also ganz historischer Durchbruch. Und das Lied war Halleluja. Ach so. Auch das ist eine Anspielung an das Geschehen. Und das müssen ja die anderen Mitgliedsländer ja auch wissen. Die kennen ja die Historie von diesem Wettbewerb. Was sagen denn die anderen Länder dazu, dass Israels Song ausgeschlossen werden soll? Also dazu sagen die erstmal, glaube ich, wenig. Es geht eher darum, dass sehr viele Länder im Augenblick protestieren, dass Israel überhaupt teilnehmen soll an dem Contest. Aha. Und das war schon lange, bevor man überhaupt über den Inhalt des Songs gestritten hat, bevor man überhaupt wusste, was da gesungen werden kann. Da ging es ums Prinzip zu sagen, Israel soll, so wie Russland ausgeschlossen worden ist, nicht mitmachen dürfen. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Also gegen Israel gibt es keine Sanktionen. Es ist ein anderer Krieg. Und außerdem sagt die Rundfunkunion, wird der Contest organisiert mit anderen Rundfunkanstalten. Und Russland ist ausgeschlossen worden, weil sich die russische Rundfunkanstalt nicht an die Regeln dieser Union gehalten hat. Also in Frage freiem Zugang zum Informationen, zu Nachrichten, im Umgang mit Fake News und so weiter. Deshalb wurde Russland ausgeschlossen und nicht aus anderen Gründen. Und in Israel ist es da eher umgedreht. Die Rundfunkbehörde hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Also das nebenher. Aber der Protest, der war schon in den letzten Wochen sehr, sehr groß, vor allem in den skandinavischen Ländern und ganz besonders in Island. Die wollen einfach nicht, dass Israel mitmacht. Ja, die haben auch 2019, als ein weiterer Contest in Israel ausgetragen worden war, nach dem Sieg von Netta Barzilai, auf der
Bühne in Tel Aviv palästinensische Flaggen ausgerollt, um da auch ein Statement abzugeben. Damit haben sie sich auch dann eine Strafe eingehandelt. Ich glaube, die musste dann am Ende nicht bezahlt werden. Aber ja, eine politische Bühne im Grunde daraus gemacht. Wir sind gleich zurück. Denken, fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch/live. Wir freuen uns auf Sie. Also, der Druck auf Israel ist da, nicht teilzunehmen dieses Jahr nach den Ereignissen am 7. Oktober mit dem Lied «October Rain». Was ist denn jetzt der Stand der Dinge? Ja, also am Anfang hieß es, dass die Rundfunkanstalt sagte, ja, also wir werden an dem «October Rain», an dem Text überhaupt nichts ändern, das geht entweder durch oder gar nicht. Und dann gab es irgendwie ein betretenes Schweigen auf allen Seiten und dann hat sich Präsident Herzog eingemischt und auch gesagt, also Israel sollte doch daran teilnehmen und es sei ganz wichtig, gerade in solchen Zeiten aufzutreten, dabei zu sein. Und der neueste Stand der Dinge ist so, dass Israel ein neues eingereicht hat, das Hurricane heißt. Dabei geht es um die Geschichte einer persönlichen Krise einer Frau, wobei es ihr gelingt, diese Krise zu überwinden. Also eine sehr persönliche Geschichte, die wirklich nichts mit den aktuellen Geschehnissen zu tun habe. Und da drang jetzt durch, das Lied sei wohl angenommen. Es gibt zwar noch keine offizielle Bestätigung, die wird aber in diesen Tagen jetzt erwartet. Okay, also das heißt zusammengefasst, Israel hat sich einfach kompromissbereit gezeigt, weil man einfach diesen Eklat des Nicht-Dabeiseins unbedingt verhindern wollte. Ja, es ist gar nicht mal so sicher, ob das ein Eklat gewesen wäre. Ich denke, dass man nicht auf Konfrontation gehen wollte und wahrscheinlich auch dieser Eden Golan sagen wollte, okay, dann fahr da hin und wir spielen das Spiel mit und vielleicht ist es auch für alle anderen Israelis wichtig, sich das anzuschauen und dabei zu sein, mitzumachen, eben mit diesem Gefühl, also dass einen die Welt eben doch nicht so ablehnt, wie man das immer befürchtet. Also das heißt, die werden jetzt dabei sein. Was ist eigentlich in Malmö selber dann zu erwarten? Ich meine, es gab und gibt immer wieder Misstöne, wenn Israel an Großanlässen teilnimmt. Also über die Sicherheitslage, da macht man sich keine so großen Sorgen, denn das würde man den Schweden schon zutrauen. Es ist eher die Frage, wie hässlich dann so eine Vorstellung sein könnte. Also im besten Fall hat man halt palästinensische Fahnen, im schlimmsten Fall wird es gestört. Und das ist einfach sehr unschön, also sich da jetzt auf sowas einzulassen. Das ist eher die Reaktion. Okay. Und damit ist eigentlich klar, also dass der Eurovision Song Contest unpolitisch ist, das ist ja eigentlich fast ein bisschen naiv. Also etwas Politischeres gibt es eigentlich fast gar nicht aus der Unterhaltungsbranche. Ja, ich denke, solche kulturellen Großanlässe, die sind tatsächlich immer irgendwie auch politisch. Also wenn Länder gegeneinander antreten, dann ist das also eine klassische Soft-Power-Geschichte. Man möchte also die Leute überzeugen im positiven Sinn mit dem, was man da zu bieten hat und fordert die Sympathien ein seiner Freunde. In Israel kennt jeder diese 12 Points, weil man da sehr genau hinschaut, wer gibt einem die und vor allem, wer gibt einem gar keine Punkte. Man schaut auch bei anderen Ländern, wer gar keine Punkte bekommen hat. Da ist immer damit verbunden die Frage nach Solidarität, nach wer steht zu wem. Das spielt da immer im Hintergrund mit, ja. Dann sind wir also gespannt, was mit Eden Golan passiert und ihrem Lied. Ich danke dir ganz herzlich. Liebe Grüße nach Tel Aviv. Ja, alles Gute. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.